Hallo Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich weiß nicht genau, ob ihr es im Intro schon gesehen habt. Ich möchte mit euch heute ein Schattenkino oder ein Schattentheater basteln und vielleicht konnte ich das vorher jetzt schon mal einblenden, wie das dann im Endeffekt ausschaut. Ich stehe jetzt noch ganz am Anfang und lege jetzt mit euch los und bastel das mit euch zusammen. Und ich habe mir gedacht, das ist einfach eine total schöne Idee für, glaube ich, jedes Kind zu Weihnachten. Dass man es vielleicht aus den Sachen, die man daheim hat, noch schnell basteln kann. Also es ist jetzt auch nicht so schwer. Und ich glaube, gerade die Bastler, die haben sowieso eine super Ausrüstung und da eignet sich dieses Projekt einfach total gut, um ja so ein ganz tolles, besonderes Geschenk zu machen. Und ich glaube auch, dass das wirklich für Kinder in jedem Alter ist. Also wahrscheinlich auch schon für die ganz Kleinen, die haben auf jeden Fall was zum Schauen. Und die, wo älter sind, die können das natürlich dann selber bespielen, dieses Theater. Und ja. Also ich bin da total gespannt. Ich bastel das jetzt mal und ja, ich glaube, das wird richtig toll. Ich freue mich total darüber. Und ihr braucht dazu ein paar Sachen und die sage ich euch jetzt. Als erstes braucht ihr auf jeden Fall einmal Farbkarton in Schwarz. Ich halte euch jetzt mal die Bestellnummern nochmal ins Bild. Sorry, ich habe heute mit Farbe gearbeitet. Ich habe noch ganz farbige Finger. Auf jeden Fall, die Bestellnummern halte ich euch jetzt mal kurz ins Bild. Das wisst ihr wie immer. Falls ihr die braucht, könnt ihr Pause drücken. Und falls nicht, dann schaut ihr einfach drüber weg. Und das Farbkarton in Pergamentpapier, also so ein Pergamentpapier einfach. Ich habe jetzt hier eine Seite DIN A4 Papier. Wenn ihr das nicht haben solltet, dann könntet ihr zum Beispiel auch Backpapier nehmen. Das hat auch so einen durchscheinenden Effekt und das funktioniert genauso. Und hier sieht man schon, da kann man auf jeden Fall die Figuren dann schön im Hintergrund machen. Deswegen braucht man so ein durchschimmerndes Papier. Dann braucht ihr ein Cuttermesser, ein doppelseitiges Klebeband, Bleistift und Lineal, eine Heißklebepistole. Ich nehme jetzt auch noch eine Bastelunterlage mit Silikon. Das ist einfach super, um da drauf dann keine Sauerei zu hinterlassen. Dann braucht ihr so Schaschlikstäbe, eine alte Schere und wie gesagt Farbkarton in Schwarz. Ich benutze jetzt dann ziemlich viele Stanzteile und habe da schon ein bisschen was hergerichtet. Das zeige ich euch dann auch noch. Aber ihr könnt das natürlich auch, wenn ihr jetzt zum Beispiel keine Stanzmaschine, also keine Big Shot habt, könntet ihr das auch machen, ohne dass ihr da jetzt, es müssen ja keine so brutal filigranen Teile sein wie jetzt bei mir. Das muss man halt so machen, wie man die Möglichkeiten dazu hat. Und ich fange jetzt gleich mal als erstes mit dem Schaschlikspieß an und mit so einer alten Schere schneide ich mir nur vorne die Spitze ab, damit die gerade ist und dass da keine Verletzungsgefahr droht. Okay, dann kann es schon mal weg. Und dann habe ich so einen Deckel von so einer Schachtel. Ich glaube, das sind so Weinverpackungen, die man da nehmen kann. Ihr könnt aber auch einen ganz normalen Karton nehmen, einfach was ihr habt und was euch gefällt. Das wird quasi dann der Rahmen für unser Theater. Und da habe ich es jetzt so gemacht, dass ich innen rein habe ich mir schon mal mein Pergamentpapier gelegt und habe mir das so ein bisschen mit Bleistift außenrum angezeichnet. Und da habe ich dann einen Zentimeter ungefähr weiter nach innen nochmal eine Hilfslinie gemacht. Ich hoffe, ihr könnt die ganz gut erkennen. Also hier ist der Rahmen vom Papier und da ist nochmal die zweite Hilfslinie. Und diese zweite Hilfslinie, die schneide ich mir jetzt einfach mit dem Cuttermesser aus. Ich habe noch eine Schneideunterlage drunter zur Sicherheit und das mache ich jetzt einfach einmal. Passt dabei auf jeden Fall gut auf eure Finger auf und ihr tut euch ein bisschen leichter, wenn ihr euch da einfach ein Lineal anlegt und dann einfach ein paar Mal mit dem Cuttermesser hier durchschneidet. Und wenn ihr das Cuttermesser nicht ganz rausnehmt, dann habt ihr ein bisschen besser Druck und dann funktioniert das echt super. Voila! Unser Rahmen ist schon mal fertig. Mein Papier hat hier außen auch noch so Rillen, deswegen musste ich da auch ein paar Mal öfter durchschneiden, aber das schafft man auf jeden Fall. Als nächstes nehme ich mein doppelseitiges Klebeband und bringe mir das auf meinen Rahmen auf. Und zwar genau da zwischen dem Bereich, wo ich mir vorher diese 1 cm angemalt habe. Also zwischen meiner äußeren Linie und dem, was ich jetzt ausgeschnitten habe. Als nächstes ziehe ich mir einfach nur diese Trägerfolie ab. Und kann darauf dann schon mein Pergamentpapier kleben.
So sieht das Ganze jetzt von vorne aus. So, und jetzt habe ich schon ein bisschen vorgearbeitet. Und zwar habe ich mir aus schwarzem Farbkarton verschiedene Sachen schon mal ausgestanzt. Unter anderem aus dem Set Schöne Schatten habe ich mir einiges ausgestanzt. Einmal den Baum, den habe ich mir zweimal ausgestanzt. Auch einmal die Pusteblume, die benutze ich aber als Sonne. Und auch den Text Abenteuer und Träume habe ich mir einmal ausgestanzt. Und genauso habe ich es gemacht mit ganz vielen anderen Sachen. Also ich habe mich da komplett durch mein ganzes Stanzregal durchgestöbert sozusagen oder durch meine Stanzformen und habe mir aus den Tierisch gute Freunde zum Beispiel, aus dem Weihnachtswild, aus dem Set Schneekugel und wie gesagt aus ganz, ganz vielen habe ich mir schon ganz, ganz viele Figuren ausgestanzt. Und ich werde euch das nachher alles zeigen. Ich wollte nur ein bisschen erzählen, also meine Figuren sind jetzt als erstes mal Tiere. Und zwar habe ich jetzt hier zum Beispiel das Känguru ausgestanzt oder auch das Nashorn und was es alles gibt. Und wir stanzen jetzt eins zusammen aus, damit ihr seht, wie das funktioniert. Und ihr nehmt einfach, was ihr habt. Wenn ihr natürlich keine Stanzmaschine habt, dann könnt ihr auch entweder eine Stanze nehmen, also eine Handstanze. Da bietet sich zum Beispiel die Schmetterlingsstanze, das Schmetterlingsduett an. Da hat man gleich zwei Schmetterlinge. Oder was natürlich auch sehr süß ist, ist der kleine Elefant. Das ist ein Doppelset mit zwei Stanzen. Da hat man dann eben zwei Elefanten, wo man natürlich damit spielen kann. Und ganz klar, wenn ihr keine Stanzen habt, könnt ihr das trotzdem basteln. Dann schneidet ihr euch einfach was mit der Hand aus. Malt euch das vor auf einem schwarzen Farbkarton am besten oder auch auf dem Karton und malt den dann schwarz an. Das geht natürlich auch. Und könnt das dann eben verwenden als eure Figuren. Das müssen jetzt keine perfekten Figuren sein. Aber wenn ihr natürlich die Möglichkeit mit dem Stanzen von Stanzteilen mit der Big Shot habt, dann könnt ihr das natürlich auch nutzen. Okay, und wir stanzen uns jetzt nochmal ein Tierchen aus diesem Set. Und zwar sind es die tierisch guten Freunde. Und da habe ich jetzt einmal so ein Nashorn oder so einen Elefanten und einmal das Känguru. Und ich würde sagen, wir machen nochmal ein Känguru, weil das hat einfach schöne Formen. Ich habe mir da übrigens auch schon die Giraffe ausgestanzt und nur den Giraffenhals, den wollte ich jetzt nicht ausstanzen und habe mir jetzt dann noch einen Körper dazu gemacht. Ich muss schon sagen, der ist nicht perfekt, weil der irgendwie nicht ganz förmig ist für diesen schmalen Giraffenhals. Aber naja, für das Kino tut es, glaube ich, ganz gut. Man erkennt schon einigermaßen, was es sein soll. Also wenn ihr nur ein paar Teile habt, wo man noch was ergänzen muss, dann kann man das hier auf jeden Fall machen. Das seht ihr jetzt an dem Beispiel. Habe ich einfach den Kopf da noch hingeklebt. Genau. Okay, also wir stanzen uns das einmal kurz aus. Dazu brauche ich die Big Shot. Und einfach ein Reststück in Schwarz. Und dann seht ihr schon, können wir uns das hier einfach ausstanzen. Da kann man auch so filigrane Teile wie zum Beispiel diesen Baum ausstanzen. Und so einfach einmal durchkurbeln und schon habe ich mein Känguru und meine perfekte Form zum Spielen von meinem Kino dann nachher, meinem Kinofilm. So, dann schnappe ich mir den Heißkleber und meine Unterlage und klebe mir auf meine Figur, die sieht man jetzt gar nicht, so sieht man sie besser, drehe ich mir einfach einmal um und dann klebe ich mir auf die Rückseite meinen bereits abgeschnittenen Schaschlikspieß, also der hat jetzt keine Spitze mehr. Und das mache ich einfach mit der Heißklebepistole, dass ich hier einfach ein bisschen Kleber anbringe und mir dann den Spieß da reinhalte. Ein paar Sekunden andrücke. Entschuldigung, ihr seht, das ist gar nicht richtig. Ich zoome euch da gleich mal ein bisschen hin. So, es muss eh fest werden. Einfach ein paar Sekunden draufhalten. Und voilà, habe ich meine Spielfigur. Und gehe ich nochmal ein bisschen raus. Vorsicht. Die Klebe kann jetzt bei mir schon mal wieder aus, weil die anderen habe ich schon vorbereitet. Diesen Klebefleck, den kann ich nachher einfach wegpulen von dieser Matte. Das ist echt total praktisch. Deswegen benutze ich die immer sehr gerne, wenn ich mit Heißkleber arbeite. Und ihr seht schon, ich war wirklich, wirklich fleißig. Ich habe hier wirklich ganz, ganz tolle Kulissen ausgestanzt. Zum Beispiel finde ich, ist das total schön, wenn man eine Weihnachtsgeschichte erzählen möchte. Dazu kann ich euch ein paar Figuren zeigen, wenn ich sie denn jetzt finde. Ja, hier ist Maria und Josef auf dem Weg. Wir haben hier auch einen Hirten mit einem Schäfchen. Und was ganz wichtig ist, die Hirten, die folgen natürlich dem Stern. Und so kann man mit ein paar Stanzteilen eine ganze Geschichte erzählen.
Ihr könnt dann noch ein Haus ausstanzen oder ausschneiden natürlich auch, damit man dann den Stall hat und dann eine kleine Krippe mit dem Jesuskind. Und dann könnt man schön die Weihnachtsgeschichte erzählen. Einfach mit ein paar Sachen, die ausgeschnitten sind. Und so habe ich mir das jetzt einfach so gestaltet. Das muss natürlich auch gar nicht weihnachtlich sein. Ich habe hier nämlich zum Beispiel eine Halloween-Serie ausgestanzt. Das ist einmal eine kleine Hexe. Da kommt natürlich dann auch ein Mond, der auftaucht. Ein kleiner Hexenbesen, der fliegen kann. Eine schwarze Katze. Ein Kessel voll mit sprudelndem Grusel. Geistersirup. Ein kleines Gespenst. Und ein Spinnennetz. Und natürlich einen Hexenhut. Also das ist die nächste Szene, die man damit spielen kann. Ich stelle euch jetzt einfach noch ein paar Darsteller vor, aber glaubt mir, ihr braucht eigentlich überhaupt gar nicht so viele. Im Prinzip reichen 2 oder 3 oder vielleicht 4 Figuren auch komplett aus. Aber ich konnte mich nicht entscheiden und habe mich einfach durch meine kompletten Stanzen durchgestanzt und deswegen sind es zu viele geworden. Also ich stelle euch noch ein paar vor. Ich habe hier einmal ein paar Bäume. Kann man immer gebrauchen. Ein Safari-Busch kann man sagen. Also das ist das Oberteil von der Ananas. Von diesem Stand, sehr tropisch, von dem ganz neuen Katalog schon. Und ich finde, das kann man super als Busch oder sogar auch als Feuer benutzen. Das könnte auch ein toller Feuergeist werden. Dann habe ich hier eine Sonne, die habe ich mit Laternenpapier hinterlegt. Sieht jetzt noch nicht aus wie eine Sonne, aber ich hoffe, dass das hinter dem Pergamentpapier dann so rauskommt. Wir gehen dann noch ins Eis. Hier ist die Geschichte vom kleinen Eisbär und vom großen Eisbär. Ich habe hier einen schönen Hirsch, ein paar Palmen, ein Elefanten, ein kleines Zieglein vielleicht, eine Ziege, ein Schmetterling, ein Schneemann, der passt vielleicht zu den Eisbären, einen Mini-Löwen, eigentlich ist das ein Nashorn, wenn man ganz ehrlich ist, oder ein Elefant, man kann es auch als Elefant werden. Meine Giraffe habe ich euch vorher schon gezeigt. Und einen kleinen Koala-Bären habe ich hier noch. Unser Känguru ist da und ein Kolibri, die fliegt hier auch noch rum. Also ich habe wirklich ziemlich viele Sachen ausgestanzt und glaubt mir, ihr braucht wirklich nur die Hälfte, aber ich habe das alles schon auf meine Spießchen geklebt und kann damit jetzt unendlich viele Geschichten erzählen. Und ja, also wirklich, da könnt ihr euch total austoben und wirklich sehr kreativ sein. Und wenn ihr das nicht habt, dann macht ihr halt einfach ein Herz und einen Stern aus mit der Schere ausschneiden und schon ist es fertig. Was auch cool ist, sind einfach Sachen, die ein Gesicht haben, wo man ein bisschen was durchleuchten sieht. Also wie zum Beispiel das kleine Gespenst. Da habe ich einfach, wenn ihr euch das in groß ausschneidet und dann mit einem Locher 2 Augen und einen Mund reinstanzt, dann habt ihr das, also ich würde es euch in groß empfehlen, dann habt ihr ein kleines Gespenst, wo man ein bisschen durchschauen kann, wo was durchleuchtet. Das, glaube ich, kommt dann sehr gut rüber. Okay, also an Ideen darf es euch nicht mangeln. Das waren jetzt wirklich ganz schön viele. Und wir machen jetzt weiter mit unserem Rahmen. Und dazu habe ich mir gedacht, also das ist ja die Vorderseite. Die meisten meiner Geschichten, die ich erzählen möchte, kann ich ganz gut umschmücken mit 2 Bäumen. Und dafür habe ich mir diese 2 schönen filigranen Bäume ausgestanzt. Und die werde ich so in den Hintergrund reinkleben, dass man das dann hier durchschimmern sieht. Wenn dann das Licht von hinten kommt, soll das richtig schön durchleuchten. Und die klebe ich mir jetzt so an, dass ich den Kleber wirklich nur an der Seite befestige, wo hier unten mein Rahmen ist, dass ich keinen Kleber auf die Fläche bringen muss, wo man das nachher durchsehen könnte. Also ich klebe mir das so auf, dass es eben nur von diesem Teil gehalten wird. Ich hoffe, es hebt. Und ich habe ja rechts und links eins und das klebe ich jetzt schon mal auf. Und das Ganze mache ich jetzt nochmal mit Abreißklebeband. Ich habe mir auch noch ein Abreißklebeband einfach oben drüber geklebt, damit es wirklich hebt, weil das eben ein sehr filigranes Teil ist und das soll dann schon heben. Und jetzt habe ich mir gedacht, werde ich die Kiste auch noch vorne ein bisschen dekorieren. Und dazu habe ich mir ein paar Sachen ausgestanzt wieder. Und zwar einmal die Worte Traume, also eigentlich Träume, das schneiden wir uns gleich noch weg, da machen wir einen Traum draus. Abenteuer und Kasten. Und das habe ich mir auch ausgestanzt eben und habe mir da hinten drauf vorher schon die Klebefolie drauf gemacht. Die kann ich euch in der Infobox verlinken.
Das ist diese Klebefolie und wenn ihr euch die einfach aufbringt, bevor ihr die Sachen ausstampft auf der Rückseite von eurem Papier, dann könnt ihr das danach wegmachen und habt einfach super schon mal euren Kleber auf euren Buchstaben. Das ist vor allem perfekt, wenn ihr so ganz filigrane Sachen habt, wie dieses hier. Und genau, so kann ich das jetzt hier hin dekorieren und habe dann hinten schon den Kleber drauf und muss da nicht mehr rumkleben. Bei größeren Sachen kann man natürlich auch einen Flüssigkleber nehmen, aber bei kleinen Sachen und feinen, filigranen Teilen sind diese Klebefolien wirklich total super. Und das klebe ich mir jetzt einfach mal so an, wie es mir gefällt. Weil ich diese R-Punkte nicht haben wollte, kürze ich mir das Träume einfach ab, damit ich einen Traum habe. Man kann sich diese Klebefolie dann einfach abziehen und hat dann hinten drauf auf dem Buchstaben schon den Kleber. So, und jetzt ist die Deko von meiner Frontseite schon mal fertig. Jetzt haben wir einen Abenteuer-Traumkasten. Und natürlich könnt ihr das auch mit ganz anderen Motiven gestalten oder mit Fotos und Bildern oder auch in bunt. Aber ich fand das jetzt so irgendwie ganz schick und bin gespannt, wie das Ganze jetzt aussieht. Am besten sieht man die Figuren durchleuchten. Ich zeige euch das jetzt mal, wenn man ziemlich nah an dem Pergamentpapier vorne ist. Also jetzt kommt natürlich kein Licht von hinten, sondern von vorne. Aber wenn ihr das mal ausprobiert und das Licht von hinten kommt, dann sieht man das umso besser, je näher die Figuren da dran sind. Und deswegen werde ich mir jetzt hier unten auch noch einen Bereich freischneiden, damit ich mit meinen Spießchen da wirklich ganz nah hingehen kann. Ich habe hier unten jetzt noch so Fransen und die schneide ich mir einfach mit der Schere ab. Und weil mein Rahmen jetzt hier unten auseinander geht, es kann sein, dass eurer das gar nicht tut, weil ihr einen normalen Karton verwendet, klebe ich jetzt da noch ein Abreißklebeband unten rein, damit es noch ein bisschen mehr Stabilität hat. Den nächsten Schritt könnt ihr machen, müsst ihr aber nicht. Und zwar habe ich mir jetzt hier noch Laternenpapier geschnappt und mit dem mache ich jetzt noch einen Boden und nochmal eine Sonne, weil mir die erste Sonne gar nicht so gut gefällt. Ich habe mir jetzt hier einfach so Pi mal Daumen einen Boden sozusagen ausgeschnitten. Und den klebe ich mir jetzt auch wieder mit Abreißklebeband auf. Wichtig ist dabei zu beachten, dass ihr den Boden ein bisschen höher macht, als der dann auf der Rückseite rauskommen soll. Ihr seht es jetzt, also man sieht es jetzt ein bisschen schlecht. Ich kann es euch leider nicht anders zeigen. Ihr seht jetzt hier mal den Boden. Und der ist auf jeden Fall ein bisschen niedrig, also ein bisschen höher von der Form, weil ihr natürlich den hier unten wieder anbringt, an dem Bereich, damit der Kleber nicht auf eurem Pergamentpapier ist. Deswegen muss der auf jeden Fall nach unten höher sein, insgesamt wie wenn er dann auf der anderen Seite rausschaut. Und da mache ich es auch wieder so, dass ich mir einfach das Abreißklebeband wieder aufbringe, die Trägerfolie dann abnehme und mir den Boden dann hier auf den unteren Bereich klebe, damit dann einfach kein Kleber auf dem Pergamentpapier ist. Übrigens könnt ihr das natürlich so auch mit blauem Laternenpapier machen, wenn ihr zum Beispiel ein Meer machen wollt. Da könnt ihr euch einfach dann mehr solche Bögen schneiden und die dann so übereinander legen, dass ihr dann wie so einen Meerwelleneffekt habt. Das wäre natürlich auch total cool. Als wenn ihr eine Geschichte mit einem Geisterschiff zum Beispiel erzählen wollt oder mit einer einsamen Insel oder was auch immer. Dann könntet ihr das natürlich auch so machen, dass ihr eben mehr solche Bögen schneidet und dann die übereinander legt. Vielleicht auch in dem helleren und in dem dunkleren Laternenpapierblau. Das macht sich bestimmt total gut. Und was ich vergessen habe, ich möchte auch hier an der Seite noch ein bisschen Stabilität haben. Deswegen klebe ich mir hier auf die Rückseite von meinem Laternenpapier auch noch was drauf. Weil dieser Boden wird natürlich nur von diesem Bereich gehalten und soll dann aber trotzdem so nah wie möglich an dem Pergamentpapier sein. Mache ich eben hier auf die Seite auch noch was drauf. Oh, sieht schon mal total super aus. Ich habe es gerade getestet mit Licht von hinten. Das macht sich wirklich total gut, auch wenn man es sich jetzt noch nicht vorstellen kann. Ich habe euch ja vorher meine Sonne mit dem Pusteblumen-Element in der Mitte gezeigt und das gefällt mir jetzt gar nicht so gut. Und deswegen schneide ich mir jetzt einfach noch zwei Kreise aus. Dazu male ich mir hier einfach mal zwei Kreise vor, schneide mir die mit der Schere aus und mache mir dann eine neue Sonne. Mal schauen, wie die jetzt wird, ob mir die besser gefällt.
Ihr seht die jetzt, glaube ich, auch relativ gut. Ich finde, die ist viel schöner. Mit nichts Schwarzem drinnen finde ich die einfach schicker. Und ganz gelb, so muss die Sonne sein. Wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich Strahlen hinmachen auch, aber ich finde, das ist jetzt so ganz schön. Und die kann man natürlich auch super als Vollmond hinter den Bäumen nutzen zum Beispiel. Also die meisten meiner Figuren sind ja schwarz und jetzt habe ich mir gedacht, diese Figuren, die so wunderschön durchscheinend sind, die könnte man ja natürlich auch anders gestalten und könnte da im Hintergrund noch ein bisschen Farbe bringen. Und gerade bei dem Schmetterling, finde ich, eignet sich das, glaube ich, richtig gut. Da werde ich mir jetzt noch ein bisschen Papier schnappen und werde mir nochmal den Schmetterling ausstanzen, und zwar diese Außenbereiche. Gerade bei dieser Schmetterlingsform ist das total cool, weil da hat man die äußere Form und dieses Innenteil, das wo man dann separat da reinlegen kann. Vielleicht habt ihr die ja noch, das ist dieses Set Flatterhaft. Das gibt es nicht mehr im Katalog gerade aktuell, aber das passt natürlich hier perfekt. Und den stanze ich mir jetzt einfach nochmal aus, nur den Rahmen, und kann mir den dann in den Hintergrund geben. Dann habe ich nachher einen roten Schmetterling, der da durchscheint. Um den aufzukleben, rolle ich mir hier einfach ein paar Glue Dots zusammen. Klebe mir das hinten auf meinen schwarzen Schmetterling auf und setze mir da drauf dann meinen roten. Kann man natürlich auch vorher machen, bevor man den kompletten Spieß anklebt, aber bei mir war das jetzt ja schon so, deswegen mache ich es so rum. Und jetzt habe ich einen roten Schmetterling. Was ihr noch als letzten Tipp machen könnt, wenn ihr solche Figuren habt, wie zum Beispiel hier unser kleines Känguru und ihr hättet gerne ein Auge, dann könnt ihr das mit so einer kleinen Handstanze machen und dann leuchtet es nachher ein bisschen durch. So hat man auch ein bisschen besser die Proportionen, wo was ist, also was zum Beispiel das hier darstellt. Das sieht man, finde ich, mit Auge ein bisschen besser, also dass das hier ein Nashorn ist. Man kann hier auch zum Beispiel noch ein bisschen nachschneiden, wenn man hier unten noch ein paar Füße haben will oder so. Hat man hier jetzt ein ganz cooles Nashorn. So, ihr Lieben, ich habe noch einen Nachschlag oder einen Einschub in das Video, und zwar ein paar Verbesserungsvorschläge für unser Kino. Und den ersten, den seht ihr jetzt hier oben schon. Sieht jetzt vielleicht ein bisschen komisch aus, aber ich möchte hier Sonne und Mond aufgehen lassen oder untergehen lassen. Und dazu habe ich mir einfach hier oben noch zwei Löcher reingestochen. Ich habe das zuerst mit einer Handstanze gemacht, aber mit der komme ich nicht ganz durch und habe dann einfach mit so einem Reißnagel noch ein bisschen nachgebohrt und dann noch den Schaschlikspieß einfach von oben eingefädelt. So habe ich hier zwei Bereiche, einmal für die Sonne und einmal für den Mond, und kann unterschiedlich meine Sonne und Mond aufgehen lassen sozusagen. Genau, also das ist ein kleiner Tipp. Und dann würde ich noch was machen für die Stabilität von dem ganzen Theater. Von dem ganzen Schattentheater. Zum einen werde ich jetzt überall noch mit Heißkleber die ganzen Ränder nachfahren und quasi nochmal richtig gut ankleben, dass es noch mehr Stabilität hat. Eben in allen Ecken und überall, wo noch Bereiche frei sind. Und dann werde ich mir noch mit zwei Holzstücken eine Verlängerung bauen, die man dann hier reinbaut und die man dann aber auch hochklappen kann. Und da nehme ich jetzt einfach nochmal mit. Als erstes lasse ich mal nochmal meine Klebepistole anheizen. Die verlinke ich euch übrigens mal in der Infobox. Die ist total super, weil man da kein Kabel hat. Das hat mich immer total genervt und das ist einfach total praktisch. Die ist sehr schnell heiß und wie gesagt ohne Kabel, dass man das sich nicht noch verknuddelt und verknotet. Deswegen tue ich euch die mal in die Infobox, dann habt ihr die, wo ihr die finden könnt. Die wird jetzt mal kurz heiß gemacht. Und dann habe ich mir jetzt so kleine zwei einfach Holzstückchen, so Reste, die sind auch nicht besonders schön, das müssen sie auch nicht, die sind einfach nur für die Stabilität. Und meine Holzbrettchen haben jetzt hier ungefähr 3 cm in der Breite und von der Länge sind die jetzt ungefähr 23 cm. Und hier hinten war schon mal ein Loch drin, das ist jetzt auch total praktisch, weil das brauche ich nachher auch, glaube ich. Also ich weiß ja noch nicht genau, wie es ausschauen soll. Aber ich baue mir jetzt hier erstmal eine Verlängerung und dazu nehme ich nochmal meinen Wellenkarton, den ich mir am Anfang rausgeschnitten habe. Habe mir jetzt das Brett hier angelegt oder ausgemessen 3 cm und konnte mir hier, dadurch, dass es so gerillt ist, hier einfach eine super Linie ziehen und das einfach mit der Schere langschneiden. Ich brauche also 2 Stück davon. Also ich glaube, so ein gerillter Karton ist da gar nicht schlecht. Und ich messe euch das jetzt gleich mal aus. Meine hat jetzt hier die Länge von 10 cm und eben 3 cm. So breit wie euer Holz ist, sollte der ungefähr sein.
Und den werde ich mir jetzt in der Mitte falzen. Also bei 5 cm mache ich mir jetzt hier mal eine Markierung hin. Also das ist quasi nur eine Lasche, die ich mir hier gebaut habe als Verlängerung. Die kommt dann nachher an mein Kino hin. Jetzt sage ich mal, was ich eigentlich mache hier gerade. Und zwar habe ich mir gedacht, ich mache hier eine Lasche rein als Verlängerung. Da klebe ich dann mein Holz hin. 5 cm ist zu lang, das sehe ich jetzt gleich. Das können wir uns gleich noch kürzen. Da habe ich nochmal mein Lineal, wo habe ich es hin? Hier. Also das sind ja nur ungefähr 3 cm. Kürzen wir uns das einfach nochmal ein auf 3 cm in etwa. Also es muss auch nicht perfekt genau sein, sondern so ist die Lasche ganz gut. Die kann ich mir dann hier hinkleben. Da klebe ich dann mein Holzteil drauf. Hier hinten kommt ein Faden durch. Das Ganze kann man dann hier umknicken. Und wenn man das Theater quasi aufstellt, ich mache hier oben noch eine Befestigung hin, dann steht es von alleine. Hat einfach nur ein bisschen Stabilität. Denn dadurch, wenn man das Theater jetzt spielt, spielt man das ja so, dass man das auf den Tisch stellt. Aber man braucht ja hier diesen Bereich, wo die Figuren drauf können. Ich hoffe, ich bin im Bild und ihr seht, was ich meine. Wenn ich jetzt meine Figuren hier raufnehme, habe ich nur ganz wenig Auflagefläche, weil ich brauche hier einfach ein bisschen Platz für, zum Spielen sozusagen. Und deswegen mache ich jetzt hier eben die Verlängerung hin, dass das Ganze dann Stabilität hat. Okay, das mache ich jetzt mit dem anderen eben auch. Meine Heißklebepistole ist dabei schon heiß. Und bevor ich jetzt weitermache mit der Verlängerung, klebe ich mir jetzt erstmal alle Ränder nach mit dem Heißkleber, dass es hier schön stabil ist und nicht mehr auseinandergehen kann. Und da kann man ruhig, also das muss auch nicht besonders schön sein, hier schön in die Ecken reingehen. Überall, wo Schnitte sind, habe ich mir gedacht, mache ich das hin. Einfach nur zur Sicherheit, dass der Karton dann wirklich stabil ist. Ich weiß ja nicht, wie oft man den benutzt, aber ich denke, gerade wenn Kinder damit spielen, dann sollte das alles ein bisschen stabiler sein. Natürlich macht das in erster Linie erstmal ein Erwachsener, aber die Kinder wollen das natürlich dann auch anlangen und die größeren Kinder, die können ja selber schon damit spielen. Also deswegen wollte ich da einfach ein bisschen Stabilität haben. Genau, und das mache ich eben in alle 4 Ecken. Hier drüben habe ich schon gemacht. Das nehme ich jetzt, wenn wir uns die Verlängerung bauen, noch trocknen. Die Heißklebe lege ich mal ein bisschen auf die Seite und dann schneide ich mir eben mein zweites Teil genauso zu. Oder ich falze es mir einfach an der gleichen Stelle. Also mein Papier hat jetzt insgesamt 8,5 cm und ist ungefähr bei 3,5 cm gefalzt. Dieses hier ist jetzt noch ein bisschen länger, aber das ist ja egal. Also das kann man natürlich auch lang lassen. Und das müsst ihr eben einfach in eurem Karton anpassen, dass das ungefähr die Länge hat oder diese Breite von dieser Lasche hier unten. Ich nehme jetzt einfach die einfarbige Kordel in Flüsterweiß, die habe ich hier zweimal, und mache mir durch mein kleines Löchlein hier unten einen Faden durch und knote mir das jetzt mal hin, an beiden Hölzern. Da muss ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen rumfummeln. Ich nehme mir mal eine Nadel zur Hilfe, damit ich da durchkomme. Da lasse ich euch Musik laufen, dass ihr das nicht... Ja, es dauert bestimmt ein bisschen. So, und jetzt möchte ich noch eine Befestigung an meinem Rahmen machen. Ich habe das auf der einen Seite jetzt schon mal gemacht und das zeige ich euch jetzt, wie das geht. Wenn ihr keine so eine Ösenstanze habt oder sowas zum so eine Öse reinmachen, dann braucht ihr das nicht unbedingt. Ihr könnt genauso gut einfach ein ganz normales Loch machen, wie auch für unsere Befestigung für Sonne und Mond. Und ich mache das Ganze jetzt so. Ich habe mir das jetzt, ich würde mal sagen, so 2 cm von außen nach innen. Das ist ganz schwierig zum Filmen. Habe ich mir markiert, ungefähr 1 cm von hier außen nach hier innen und ungefähr 2 cm von hier nach da.
Muss aber auch nicht ganz genau sein. Und da stanze ich mir jetzt als allererstes einfach mal ein Loch rein. Ich habe das jetzt eben mit der größeren, mit diesem größeren Ausstanzer gemacht. Das sind zwei verschiedene Größen. Mit dem hier habe ich es gemacht, mit dem großen. Dann lege ich mir hier von oben meine Öse drauf. Die lege ich das richtig rein in das Loch. Ich drehe mir das jetzt einmal so rum, damit ihr das auch sehen könnt. Und dann gehe ich mit dem spitzeren Teil, dieser Nöpsi, der da rausschaut, der muss oben drauf. Drücke mir das nochmal gut zusammen und habe jetzt hier, seht ihr das? Ich sehe es jetzt mal von unten auch. So eine Öse drin, die schaut einfach ein bisschen schöner aus. Und habe jetzt hier auf der rechten und auf der linken Seite eine Öse. Und da fädel ich mir jetzt dann gleich noch meinen langen Faden durch. Und den klebe ich mir jetzt zuerst mal hier an der Lasche nach unten auf. Und das Band, das lasse ich so lang, dass man das hier aufklappen kann. Und wenn ich es dann nicht mehr brauche, mein Kino, da möchte ich das flach hinstellen und kann mir das Band hier durchfädeln und das hochklappen. Dann hat es auf der einen Seite, wenn man es hinstellt, Stabilität und auf der anderen Seite ist es flach und schön verräumt und man hat nicht immer so ein Riesenteil, das man rumstehen hat, wenn man es nicht benutzt. Und jetzt habe ich hier also meine Verlängerung, die ich ausklappen kann. Und wenn ich es nicht mehr brauche, dann kann ich mir den Faden hier einfach so entlang hochziehen und habe dann mein Standbein nach oben geklappt und kann das so ganz flach verräumen. Ja, ihr Lieben, ich mache das gleich auf der anderen Seite auch und hoffe, das hat euch was genützt. Das ist einfach nur so ein kleiner Tipp, dass euer Theater schön steht. Ihr braucht es auch gar nicht unbedingt machen mit dem Faden. Ich dachte nur, es wäre ganz schön. Ihr könnt euch natürlich auch das Brettchen einfach hier direkt ankleben, aber ich dachte, es wäre ganz schön, wenn man es dann wieder flach machen kann. Deswegen habe ich hier so einen kleinen Mechanismus hingemacht mit der Lasche. Und es ist auch alles nicht total perfekt, aber es ist einfach selbst gemacht und mit Liebe gemacht und schön gemacht. Und ich finde, das ist jetzt ein richtig tolles Theater geworden. Und ihr seht es jetzt hoffentlich gleich, wie das Ganze dann am Ende aussieht. So, ihr Lieben, also mein Schattenkino ist jetzt fertig, würde ich sagen. Ihr könnt euch dann natürlich total austoben und ihr seht es jetzt dann auch gleich. Aber ich stelle mir das ungefähr so vor, natürlich mit Licht von hinten und andersrum. Aber hier sind meine Figuren, mein Schmetterling kommt angeflogen. Und die Sonne scheint. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, es wird was und ich hoffe, es freut euch und freut diejenigen, die es bekommen von uns, von euch und von mir. Und ja, ich glaube, da kann man ganz, ganz tolle Geschichten erzählen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt Spaß beim Nachbasteln. Und ich glaube, das ist ein richtig originelles, ganz persönliches und ganz besonderes Geschenk. Dass man, wenn man natürlich nicht so viele Figuren macht und so, das braucht man auch gar nicht, auch ziemlich schnell machen kann und vor allem man hat so gut wie alles zu Hause. Einen schwarzen Farbkarton, eine alte Schuhschachtel, bisschen Laternenpapier, bisschen Pergamentpapier, paar Schaschlikspieße und gut ist. Ich wünsche euch da wirklich ganz viel Spaß beim Nachbasteln und freue mich auf euch bis zum nächsten Mal. Tschüss! Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben für dieses Video. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert einfach meinen Kanal, drückt dabei diese Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Noch eine ganz schöne Idee habe ich euch übrigens in diesem Video gezeigt. Und zwar habe ich euch da gezeigt, wie man ein ganz tolles Kinderbild selber malt und das auch noch beleuchtet. Also hat man eine Lampe, eine schöne indirekte Lampe und ein Bild in einem. Und wenn ihr das noch sehen wollt, dann schaut da unbedingt in dieses Video noch rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.